Willkommen wieder zu einer Runde Minecraft Bitwurst mit Leg Wars mit Ari. Hallo. Hallo. Ja, der Gommi-Server hat aktuell wieder seine Tage. Der bisschen, ist nämlich emotional aufgewühlt. Habe ich recht, Ari? Oder habe ich ja, recht? Du hast absolut recht. Ja, weißt du, warum ich recht habe? Weil ich der Beste bin und Tollste. Übrigens keine Nachbarn, das, ne? Das heißt, wir bauen uns direkt zur Mitte. Wollte ich nur mal gesagt haben. Okay, wenn du das sagst. Damit willkommen, Leute, zu einer Runde Bitwurst auf dem Gommi-Server. Ja, es war echt, wir hatten echt Probleme, in den Lobby zu kommen, weil der Server einfach total abspackt wieder. Runtergefallen. Woran es liegt, keine Ahnung, was der Server wieder hat, ne? Ich glaube, der mag einfach, keine Ahnung, Spieler nicht. Kann das sein? Nein. Doch, ich denke schon. Alter, ich freue mich übrigens schon, bald ist Varo, ne? Bald ist Varo. Machst du jetzt den Song? Nicht bald Lukas? Ist Varo. Wir spielen in den Varo. Ja, ich weiß übrigens mittlerweile, wenn mein Teampartner ist, darf man ja sowas nicht mittlerweile überhaupt erzählen? Nee, ne? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Aber wirst schon mal, wenn mein Teampartner ist, Leute, oder meine Teampartnerin. Hey, du holst eine Frau in Varo? Voll scheiße. Ey, wir hatten noch nie eine Frau in Varo, ne? Glaube nicht. Ey, ich hätte gerne mal eine Frau in Varo. Die arme Frau. Ach Mann. Wenn ich doch nur eine Frau kennen würde, die mit mir Varo machen würde. Das wäre toll, Ari. Das wäre ja, toll. Ja, ich glaube nicht, dass jemand so doof ist. So, hier, dann spielen wir mal. Nein, hier. Ich will aber Gold holen. Ja, ich hab doch Gold für dich. Oh, du bist so nett. Wow, vier Stück, Alter. Hättest auch sparen können, ganz ehrlich. Nichts. Du machst mich emotional fertig. Ja, es gab halt nicht mehr. Auf jeden Fall, wie gesagt, bald ist Varo. Ich freue mich schon in Keks drauf, denn Varo war immer eigentlich immer ein tolles Projekt. Ich hoffe, es ist okay, wenn ich das jetzt so sage, Leute. Erwartet nicht viel. Weil du mit einer Frau teamst, ja? Nein, weiß man ja noch gar nicht. Ach so, stimmt, habe ich vergessen. Vielleicht auch mit einem Mann. Man weiß es noch nicht. Oh, ich hab irgendwas erwischt, nice. Wir sollten uns irgendwo hinbauen eigentlich. Die Leute sterben schon von alleine. Ja, ich würde sagen zu unseren anderen Nachbarn, nämlich zu Pink. Ja, ja. Egal, da bauen wir zu Pink. Denn, keine Ahnung, die letzten Male war man immer so, ja, ich muss gewinnen, ich muss was reißen, desto länger ich drin bin, desto mehr Views und Klicks bekommt man bestimmt, wenn man krasse Kämpfe hat. Und das nervt mich. Mich nervt auch dieses ganze Konkurrenzdenken und dass immer die Abonnenten rüberkommen zu anderen Kanälen und flamen. Wir werden einfach, also ich werde einfach nur mit meinem Teampartner oder Teampartnerin zocken, Spaß haben und gucken, wie es wird. Punkt. Ja. Also, ich werde nicht auf Twihard gehen oder sonstiges. Natürlich, wenn ich die erste Folge überleben sollte, werde ich natürlich mir sowas gönnen wie. Das ist nimm meiner. Nimm das nackte Baby, los! Nacktes Baby stirbt. Ja, nacktes Baby ist tot. Sehr schön. Klar, also wie gesagt, klar, wenn ich die erste Folge mit meinem Teampartner überlebe. Er lebt eigentlich noch zwei Farmen. Dann werde ich natürlich versuchen, wie immer Gold zu farmen, Diamanten zu farmen. Pipapo ist ja normal Standard. Aber keine Ahnung, ich werde jetzt nicht unbedingt. Oh ja, lass nicht in den Kampf gehen, wenn wir sterben. Oh nein. Oh. So warst du doch noch nie, oder? Du warst doch sowieso ja, immer eher der Hau-drauf-Typ. Ja, also, ja, aber das war für viele mal unverständlich, dass ich nicht mega vorsichtig war, sondern immer raufgegangen bin. So, das ist der Grund, warum ich mal draufgegangen bin in Varo, weil ich raufgegangen bin. Ich finde halt grundsätzlich, bei solchen Projekten sollte auch immer noch der Spaß im Vordergrund stehen. Wenn das zu großes Konkurrenzdenken ist, dann ist man doch sicherlich auch extrem deprimiert, wenn man dann tot ist, oder? Und das ist ja schade. So, weißt du, was ich meine? Naja, ich versuche gerade irgendwie zu erwischen mit meinem Bogen, bin aber zu schlecht. Mann, ich bin zu doof. Weiter Gold farmen. Das ist es ja eben. Ja. Klar möchte ich, soweit es geht, kommen und so ist ja, das hat ja jeder die Ansprüche, aber ja. Es war halt manchmal die Stimmung ein bisschen öde, trüde. Das lag aber manchmal ein paar Leuten, die dann, was weiß ich. Was halt auch unbedingt versucht haben. Ja, genau. Was wurden dann Leute versucht haben, irgendwie
Videos zu analysieren, um zu sehen, ob der dann irgendwo bei der und der Minute vielleicht was falsch macht, dass man das melden könnte für einen Strike und so. Das finde ich immer schade, wenn man so die Wege geht. Aber damit rede ich jetzt nicht von Varo unbedingt. Ich meine ja, jetzt nicht stimmt. Varo. Da rede ich gerade bei anderen Projekten darüber. So. Das gab's nämlich auch. Also, ne, nicht alles auf Varo beziehen gerade in der Hinsicht. Bist du noch da? Ja, ich war nur sehr still, weil ich bin gerade bei Grün, glaube ich, und mache jetzt gleich dein Bett kaputt. Grün hat doch gar kein Bett mehr. Nicht, dann ist es nicht. Hä? Was schwarz? Ich dachte, oh, die wohnen eine Insel weiter. Wow. Also, dann rot. Rot kämpft gegen Grün. Oh Mann. So, mit Anlauf. Wow. Ich hab dich fein gesehen. Das war ein Set-Moment. Ja, ich hoffe, du fügst traurige Musik ein. Nee, Mann. Sowas mache ich nicht. Damit, ich hab gefailt. Bist du tot? Noch nicht. Noch nicht? Ich hätte jetzt ein Nein, was glaubst du denn hören wollen, aber... Verschwindet! Da, 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 da. Mann, ey! Was ist los? Die sind gemein. Gemein? Was machen sie denn so gemein? Ich treff den nicht. Die stehen rum, das nervt mich. Warum? Ich versuche einfach nur den Weg zu Dings und zu spammen. Okay, vielleicht sollte auch die Leute schießen, ich weiß nicht. Versuch die nur abzuschrecken. Egal. Grrr, warum treffe ich denn nicht? Besoffen. Wahrscheinlich deshalb. Na, 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 na. Lol, ich hab was versehen. Was hast du was versehen? Bin tot. Ja, ich habe auch so mein Inventar geöffnet im Kampf. Kannst du ein bisschen Gold safen gehen? Ja, aber... Ja, ich hab einfach mein Inventar geöffnet. Das war halt dumm. Bisschen, ja. Vor allem, weil jetzt kommt Blau in die Mitte. Deshalb solltest du dich beeilen, dir einen Bogen machen. Ich habe nämlich das Gold da hingeworfen. Und gucken, dass die runterfallen in ungefähr jetzt... Wo sind die denn? Ja, gleich in der Mitte, mit einem Sprung quasi. Und dann bin ich tot. Ja. Ich hab halt auch Heiltränke. Ich kann gerade nicht. Ich habe noch nichts an Equipment. Ja, ist okay. Noch sind sie nur oben auf der Mitte. So, ich brauche noch ein Schwert, dann komme ich sofort. Wenn ich ein Schwert habe, kann ich auch. Aber pass auf, dass sie dann nicht auf dich drauf springen, ne? Ich glaube, die wollen eher zum Bett oder was haben die vor? Ich bin mir unsicher. So. Ne, einer ist da. Jetzt habe ich mein Schwert und alles. Einer ist bei uns gelandet auf der Dings. Ja, ich bin tot. Ja, einen habe ich tot. Das war Grün. Wenn du den tötest, also der hat auch nicht mehr so viel Leben. Und? Ja, der hat jetzt wenig Leben, ne? Ja, müsste ja vorhin eigentlich auch schon gehabt haben. Ja, geht doch. Mann, hab ich mich dumm angestellt. Letzte? Ja, ja. Ach, Mann, hab ich mich dumm angestellt. Das ist wieder traurig gewesen. Hab ich richtig dumm angestellt. Das war aber, weil ich wieder mehr konzentriert war aufs Reden am Anfang. Oder war ich so draußen? Also nie in der Runde richtig drin. Mann, kennst du bestimmt. Ja, ja, klar. Ja, wir haben es ja doch dann noch geschafft. Auch wenn ich dumm war in vielen Hinsichten. Ach Mann. Das war eine traurige Runde. Ist doch so. Klingt auch traurig. Das war eine traurige Runde. Na gut, das war Bitwurst. Ich hoffe, euch hat Bitwurst gefallen. Wenn ja, sehen wir uns in einer anderen Bitwurst-Folge wieder. Danke fürs Bitwurst und bis zur nächsten Bitwurst. Bitwurst. Bit. Bitwurst. Bratwurst.